groß? Das auch noch? Es ist riesig. Riesig? Oh mein, riesig. Was passiert, wenn ich... Es gibt hier erstmal nur eine Sache zu tun. Mal schauen, ob du es gleich findest. Kann ich hier das Licht anmachen? Lampe? Natürlich. Kannst du. Kannst du überall Licht anmachen, wenn du willst. Halt's mal, das macht mir Sorgen. Ich lösche die Lampe. Das ist mir viel zu unsicher. Okay, hier steht eine Kiste. Ja. Kann ich die öffnen? Nö, die kannst du anheben. Gut, hier gibt's nur eine Sache zu tun, sagst du? Erstmal. Helle Kerzen und Fackeln zur Vermehrung. Zur Vermeidung. Ja, als ob ich hier die Lichter anmache. Wovon träumst du nachts? Bin ich Gaga? So, auch wenn es eigentlich nicht schlecht wäre, weil ich sehe wirklich überhaupt nichts. Eben. Machen wir mal eine Fackel an. Ein paar kann es anmachen, so. Okay, ich würde dir sagen, so ein paar Eckpunkte, damit du dich orientieren kannst. Mal zwei angemacht, die hier den zweiten Teil dieser Kammer ausleuchten, damit ich mich ein bisschen zurechtfinden kann. Gut, also es gibt hier jetzt drei Wege. Links ist eine Tür, nach vorne geht's in die Dunkelheit, nach rechts geht's in die Dunkelheit. Ich nehme erstmal die Tür. Ja, muss eh überall hin. Also das ist schon mal sicher. Boah, ist das dunkel, ey. Ich sehe gar nichts. Fühlt man sich gut, oder? Okay, ist das der einzige Weg? Ja, dann schließe ich die Tür wieder hinter mir. Zero, du hast gut zu. So. Stellen wir was vor die Tür, durch dass das Vieh erstmal durch muss. Oder ich, wenn's doof läuft. Das. Hab ich noch Öl? Sehr oft. Ich hab dreimal Öl und eine volle Lampe. Also ich komme hier gut durch. Das ist nicht das Problem, glaube ich. So, Zunderbüchse. Haben wir hier noch. Oha, hier ist was Blinkendes. Teil des Bohrers. Und ich höre was. Warum höre ich was? Warum wohl? Und hier ist auch nichts, wo ich mich verstecken kann. Hier sind keine Schränke. Ja, hier sind keine Schränke. Ich mach das Licht mal aus. Das heißt, im Mittelgang sind jetzt Gegner, ja? Ich weiß nicht. Ich hab's immer andersrum gemacht, deswegen weiß ich's nicht. Toll. Ich war in dem Raum, wo du jetzt warst, als letztes. Toll. Ich kann durch den Spalt der Tür sehen, aber da sehe ich jetzt gerade im Moment nichts. Hörst du was? Ich höre nicht wirklich was, ich höre nur immer dieses Chips knabbern, wo ich letztens dachte, das käme von dir. Es kommt aber echt nicht von mir. Das ist im Spiel, das sind die Maden auf dem Boden, muss mal schauen. Jo. Okay, öffnen wir mal die Tür ganz langsam und ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. So, schauen wir erstmal in die Ecke, da sehe ich nichts. Öffnen wir die Tür ein Stückchen weiter. Ich sehe immer noch nichts. Schauen wir um die Tür rum, da ist auch nichts. Okay, hier im Mittelraum ist nichts. Ich sehe hier zumindest nichts, sagen wir mal so. Boah, hat mich deine Lache jetzt erschreckt, ey. Sag mal kurz still, bitte. Ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Oh Mann. Notfalls kann ich hier immer noch wieder rausrennen. Ich sehe gar nichts. Ich muss diese Lampe anmachen. Bleibt gar nichts anderes. Zwischensequenz. Please, let me go. I won't tell anyone. I swear. I just want to go home. No! Get away from me! Leave me alone! Da war die Szene mit der Frau, Zero. Noch nicht, es kommt noch alles. Zumindest habe ich die Frau schreien hören. Richtig, du erfährst die Geschichte von ihr, mehr nicht. Zumindest also irgendwas, ich habe es auch noch nicht kapiert. Sie würde irgendwie gefangen genommen oder sowas in der Richtung. Ja, keine Ahnung. So, ich mache mir hier mal ein Licht an. Oder zumindest Blut am Boden. Egal, ich gehe weiter. Ich höre das Heulen der Frau. Und hier liegen Knochen. Das sieht sehr so aus, als müsste hier irgendwen ablenken. Weil hier liegen echt Knochen am Boden. Das verwirrt mich. Hier die Tür mal auf, sie lässt sich nicht bewegen, okay.
hier unten ist's blockiert. Okay. Gut, gucken wir mal, es dürfte wieder ein Rätsel sein. Mementos. Ein Sturztrümmer verhindern, ein weiteres Durchkommen im Lagerraum. Finde einen Weg hindurchzukommen. Ja, wie machen wir das? Das habe ich in der GameStar gesehen. Das Ding schon irgendwie zur Explosion bringen. Jo! Ich weiß aber nicht wie. Hier oben lagen Steine. Ich kann mich vage daran erinnern, dass der irgendwas da drauf geworfen hat. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich erstmal irgendwas, um das zum Explodieren zu bringen. Aber ich glaube, das ist ein Beruf verfehlt. Was? Du solltest nicht Mediengestalter werden, du Ermittler. Dann lass doch mal die Kirche im Dorf. Nein. Hier. So schlimm ist es jetzt auch nicht. So, jetzt gucken wir uns da unten mal um. Hier ist ja nichts. Was haben wir hier? Wir haben ein Fass. Das explodiert nicht. Schade. Blutspuren führen unter den Trümmern her. Nicht, dass mich das beunruhigt. Nein. So, machen wir mal die Lampe aus. Jetzt haben wir hier genug Licht. Aber was muss ich denn hier unten hinwerfen, damit es explodiert? Das hast du noch nicht. Ich nehme an, ich muss es... Eben, ich muss in den anderen Raum. Ich sollte echt Ermittler werden. Das ist der Wahnsinn. So, sehen wir uns hier wieder um. Könnte jetzt von irgendwo ein Vieh kommen? Rein theoretisch ja, es kann immer ein Vieh kommen. Richtig. Zero, ich bitte dich heute mir keine Rätseltipps zu geben, aber kommt hier unten was? Sag einfach ja oder nein. Nein. Alles klar. Du glaubst mir? Wenn ich falsch liege, sage ich allen meinen Abonnenten, sie sollen dich wieder deabonnieren. Oh mein Gott. Ach, Quatsch. Oh, das würde ich niemals tun. Das würde ich niemals tun. So, machen wir mal Licht an. Oh, ich höre schon wieder das Mädchen weinen. Dieses Weinen, das macht mich traurig. Ist hier in der Ecke was? Wow, eine offene Tür! Wow, 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 wow. Ganz langsam. Gehen wir das Ganze mal chronologisch durch. Wir haben eine offene Tür, wir haben eine geschlossene Tür und wir haben noch eine geschlossene Tür. Ich nehme mal an, ich muss wieder in alle drei, richtig? Du kannst in alle drei. Ich kann in alle drei. Aber ich glaube, in eine musst du nicht unbedingt, aber das solltest du trotzdem, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich mach die hier mal auf. Oh Gott, ist hier neblig, ey. Licht an. Tür zu. Tür zu. So, hier liegt ein Zettel. Alexander, ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den Ablasskanal brauchst. Ich kann nicht gut betonen... Nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass du mit der Mischung vorsichtig umgehst. Bitte versuch, das auch deinen leichtsinnigen Lakaien beizubringen, bevor du deine Pläne in die Tat umsetzt. Die Flüssigkeiten selbst sind nicht explosiv und sollten voneinander getrennt aufbewahrt werden, um weiteres Unglück zu vermeiden. Im Raum nebenan habe ich zwei große Fässer dafür vorbereitet. Alles, was du tun musst, ist, die Flüssigkeiten zu mischen. Okay, da weiß ich ja immerhin schon mal, was tun muss. Okay, hier drin ist auch eine Kerze. Ich mach die jetzt einfach mal an, ich habe so viele Zunderbüchsen. Eben. Dann habe ich wenigstens so Rückzugspunkte. So, ah, da steht schon wieder eine Zunderbüchse. Schön. Ich höre die ganze Zeit dieses Mädchen heulen, ey. Macht einen verrückt, oder? Ja. Ne, dieses Spiel wurde gemacht, um unsere Gehirne zu zermatschen. Das habe ich doch schon ein paar Mal getan. Ja, andere Leute landen in der Klapsmühle wegen dem Spiel. Ich habe schon von Leuten gehört, denen es danach echt nicht gut ging. Ja. Ich kann mir echt vorstellen, dass das böse ist. Okay, ich höre das Mädchen weiterhin heulen. Das kommt aus dieser Richtung. Gehen wir einfach mal gucken. Die Tür ist wieder nur ein Spalt angelehnt. Hey, hier laufen Viecher durch. Ohne Ende. So, was haben wir hier? Wieder so viel Nebel. Dieser Raum ist auch leer. Kann ja auch mal sein, dass ich so eine Tür aufmache und plötzlich springt mir so ein Vieh in die Arme. Eigentlich hört man, ob irgendwo was ist. Ja, aber ich vertraue diesem Spiel nicht. Das stimmt. Haben wir ja gelernt, Spielen kann man nie vertrauen. Hier sind Schaufeln, dann lag hier noch eine Zunderbüchse, hier sind Kerzen. Und hier liegt ein Teil eines Bohrers. Ding, ding, ding. Die ich jetzt miteinander kombinieren kann. Super. Du musst erst alle Teile finden. Ach so, dann brauche ich noch einen Teil. Gut. Kein Ding. Gut, machen wir mal die Tür auf. Gut, ich war jetzt in zwei Räumen drin. Jetzt fehlt nur noch der Raum, der eigentlich schon fast offen stand. Und von da kommt dann wohl auch das Heulen von dem Vibe.
Kerze an. Und dann wollen wir da mal reingehen. Schatten, guck mir ins Gesicht, wenn du mich tötest. Hier ist auch nichts. Machen wir die Tür hinter uns. Ich habe mich da jetzt echt voll dran gewöhnt, immer die Tür hinter mir zu machen. Zunderbüchse. Wie viel Lampenöl haben wir noch? Noch genug. Noch eine Zunderbüchse. Was soll der Scheiße? Aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist eine Truhe. In der ist... Ja, komm. Zeig mir an, dass ich es aufheben kann. Danke. Öl. Öl. Laudanum. Das heilt mich. Und eine Zunderbüchse. Mehr ist hier nicht. Zero, ich bin gerade verwirrt. Ja, im Lager muss es noch einen dritten Bohrerteil geben, das ist sicher. Ja, ist mir bewusst, ach, hier steht schon mal noch eine Zünderbüchse. So, sehen wir uns hier genau um, hier stehen Bretter an der Wand. Vielleicht verdecken die ja irgendwas. Ich traue diesem Spiel nicht. Das ist immer gut. Ah, hier ist nichts. Oh, ich höre immer noch das Mädchen weinen, hör auf damit! Was soll ich weinen? Unnötig! Bitte du nicht auch noch. Ich werfe hier mit Sachen um mich, um zu finden, ob hier irgendwas liegt. Aber hier liegt nichts. Hier ist gar nichts. Habe ich eine Tür übersehen draußen? Scheint so. Okay, sehen wir uns nochmal. Ah, da ist noch eine Tür. Gut, das macht natürlich Sinn. Ich diese Tür übersehen. Okay. Oh Gott, rüttel halt laut an der Tür. Daniel ist schon okay. Schatten, guck mir ins Gesicht, wenn du mich tötest. Ich sag das jetzt immer, wenn ich die Tür aufmache. Wenn er wirklich da steht. Dann schrei ich und weine ich und heule ich. So, Bohrer, Zunderbüchse. So, jetzt habe ich das dritte Bohrerteil. Yeah, ich habe einen Bohrer. Handbohrer, ein kleiner Tischlerbohrer. Was mache ich damit? Ja, soll ich sie wirklich sagen? Nein. Nö, ich will selbst drauf kommen, aber ich muss überlegen. Also, ich nehme ne... wie wär's da mit der Tür, die wir nicht durchkamen? Hilft mir das Ding da irgendwie? Ich bezweifle nämlich, dass ich mit dem Handbohrer die Trümmer durchgebohrt krieg. Das ist korrekt. Also in dem, ich spekuliere jetzt mal, in dem Raum vor den Trümmern, da sind die Fässer drin mit dem Zeug, das ich brauche, um das Ding hochzuladen. Hochgehen zu lassen, so. Hä? Weiter? Das würde ich mal spekulieren, so. Jetzt brauche ich irgendwas, um da reinzukommen. Wo könnte denn etwas sein, womit ich da reinkomme? Genau umsehen. Hier in dem Raum ist nichts mehr. Zumindest sehe ich jetzt nichts. Ich gehe mal raus, vielleicht wird hier irgendeine Skriptsequenz aktiviert und ich komme von selbst drauf. Aber hier ist nichts. Ist nicht schwer eigentlich. Wenn du siehst, denkst du, oh Mann. Vielleicht so ein Weinfass? Nee. Unwahrscheinlich. Was könnte es sein? Was könnte es sein? It's cold. It's so cold. It's cold, sagt Daniel. Ja, es ist kalt. Und ich... Wow! Wurde ich gerade mit etwas abgeworfen? Woher soll ich das wissen? Es hat neben mir gerumst. Tür zu.